Guten Morgen zum zweiten Morgen. Ja, eigentlich ganz gut geschlafen. Muss allerdings noch warten, bis ich auschecken kann. Macht erst um 9 Uhr vorne das Büro auf. Gestern hat dann mit dem Bezahlen nicht mehr geklappt, weil die da ziemlich busy waren, hatten da Grillfest, aber war ruhig, war eigentlich auch noch relativ früh da zu Ende, glaube ich. Ja, heute habe ich es dann auch nicht mehr ganz so weit bis zum Ende oder bis zur Mündung der Eder. Aber ich guck mal, dass ich heute Abend noch auf den Campingplatz gehe, trotzdem noch, und dann morgen nach Hause fahre. Ja, ich pack gerade mal zusammen, Zelt steht noch, Frühstück ist schon weggeräumt, die beiden Küchentaschen sind schon weg, wenn man so will. Ja, ich habe ja noch jede Menge Zeit. Ja, Campingplatz am Affolder See, Affolderner See, so, ist eine Empfehlung. Wirklich ein toller Platz, tolle Leute und super schöne Waschhäuser. Hier hat die Eder schon eine beachtliche Breite. Mich würde ja mal interessieren, wie tief die hier ist. Ja, die Eder kann also auch reißend sein. Ja, da oben ist Fritzlar, da hatte ich mich gerade hochgekämpft. Ja, lohnt sich schon, ist eine schöne Altstadt, aber da war gerade so viel, so voll, viel habe ich da nicht gefilmt. So, da steht's, der Eder-Radweg ist zwischen Altenburg und Felsberg gesperrt. Hier gibt es eine Umleitung. Da bin ich ja mal gespannt, ob die Umleitung auch wirklich durchgehend gut beschildert ist. Dann stehe ich nachher wieder da. Also normalerweise wird es da weitergehen. Ich muss jetzt hier der Umleitung nach rechts folgen. Ah, das ist ja eine klasse Ruine da oben. Da gibt es hier in der Gegend bestimmt schöne Horrorgeschichten. Bis jetzt ist die Umleitung eigentlich ganz gut ausgeschildert. Im Moment fahre ich hier auf dem Schwalmradweg. Ja, welche Burg das da oben ist, weiß ich natürlich nicht. Weil ich fahre ja jetzt auf dem, ich sag mal, falschen Radweg. Der Eder-Radweg hat mich wieder
Hat also gut funktioniert mit der Umleitung. Schönen Dank an die Leute, die dafür zuständig sind. Weil nichts ist schlimmer, wenn dann so eine Umleitung nicht funktioniert. Vor allen Dingen, wenn du dich in der Gegend gar nicht auskennst. Alter Schwede! Da hatte ich jetzt die ganze Zeit Gegenwind und auf einmal ging das nochmal so richtig schön hoch. Also inklusive Absteigen. Puh. So nach dem Motto, auf den letzten Kilometern zeigen wir es euch nochmal. Ja, von rechts kommt die Eder und von links die Fulda. Dann werde ich in ein paar Wochen wieder hier stehen. Anfang Juli will ich die Fulda fahren. Dann werde ich mal gucken, wo mein Campingplatz ist. Auf jeden Fall muss man aufpassen, dass wenn man den Ederradweg fährt, dass man nicht an der Mündung vorbeifährt, weil direkt dran vorbei führt der Radweg nämlich nicht. Und 250 Meter muss man da nochmal abbiegen. Ja, und das hier ist nämlich schon die Fulda. Das steht ja nicht dran. Ja, die ersten Kilometer Fulda-Radweg, die ich fahre. Aber Anfang Juni komme ich dann aus einer anderen Richtung. Also entgegengesetzt. Guten Morgen. Ja, ich bin schon unterwegs zum Bahnhof. Ja, 5 Uhr war für mich die Nacht zu Ende. Ja, der Campingplatz Fulda-Schleife an sich ganz schön, auch nette Leute, keine Frage. Aber die Autobahn ist nicht weit weg. Hatte ich vorher gar nicht so gesehen. Weil ich auch, das war für mich nur der Ausweichplatz, hatte mir eigentlich einen anderen rausgesucht. Aber die nehmen keine Touristen. Zumindest im Moment nicht. Nur Dauercamper im Moment. Naja, musste ich mir halt einen anderen Platz nehmen. Ja. Machen wir mal langsam Fazit hier an der Fulda. Fazit zum Ederradweg. Ja, wer den Ederradweg plant zu fahren, sollte sich bewusst sein, dass man nicht nur so wie hier flach direkt an der Fulda entlang flussabwärts fährt. Nee, zwischendurch geht es dann schon mal ganz schön hoch und runter, bisschen Achterbahn fahren. Zwischendurch gibt es dann tatsächlich auch mal eine Passage, da wäre ein Gravelbike oder ein Mountainbike schon angebracht mit ein paar Wurzeln und so. Aber ist nur ganz, ganz kurz, weiß ich nicht, 200-300 Meter oder sowas, könnte man im Notfall auch schieben. Habe ich doch gerade hier direkt nach einer Kurve eine starke Steigung überrascht. Alter Schwede, falscher Gang drin. Nur eine Hand am Lenker, war nicht gut. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, da kommt dann speziell dann auch am Edersee geht es dann auch ein paar Mal ordentlich hoch. Natürlich auch wieder runter. Steigungen, die man durchaus fahren kann mit Gepäck, aber bremst dann natürlich aus, zumal das Stück, bevor es dann zum Edersee geht, ist eigentlich recht entspannt, fast nur rollen lassen und dann geht das nochmal gut zur Sache.
ist natürlich, wenn man nicht darauf vorbereitet ist. Puh. Ja, sonst viel Schotter, zum Teil auch recht grob. Durch Orte kommt man nur, wenn es sich, glaube ich, nicht vermeiden lässt. Ansonsten werden die Orte umfahren, glaube ich. Straße, ja, gibt es auch. Aber ich würde mal sagen, geschätzt vielleicht 10%. Vielleicht auch drunter. Also hält sich auch alles in Grenzen. Ja, wie gesagt, ich mache mich dann jetzt auf den Weg zum Bahnhof. Bedanke mich fürs Zuschauen. Und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielleicht, wenn ich hier den Fulda-Radweg fahre.